nahm ein Banner her. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr, warte mal kurz. So. Guck mal hier. Qualitätsware! Junge! So. So, haben wir es dann gleich? Prima. Noch ein Banner her. Ausdauer-Skillen geht schon. Das Problem ist aber... Warte kurz. Bitteschön. Das Problem mit der Ausdauer ist, dass wir zwei Hände haben. Also wir benutzen zweimal zwei Händer. Und die kosten halt wahnsinnig viel Ausdauer. Das ist das Problem. Die machen wahnsinnig viel Damage. Was war das denn? Achso. So, Rinder. Oh, schön hier aber, ne? Ist echt schön hier. Ich brauche drüben Hilfe. So. Ansichtsgrad aus Solingen. Das ist richtig los. Das war's schon, alles klar. So, Beinchen weg. Kannst du rumlaufen, wie du willst. So. Okay. Was hier? Songtext von Take That, alles klar, brauche ich nicht. Hier war doch gerade noch was Schönes. Da oben lebt ja noch einer. Ernsthaft? Okay. Oh, ein Träumchen. Erstmal die kleine, dann die große. So. Ich komm ja. Warum schreien die denn so? Die sind so aggressiv. So. Nice. Das war's. Ich glaube, das war's. Das ist eine Truhe, die kann man aufmachen. Du Bob. Ach ja. Hast du dir vorhin nach WLAN-Passwort gefragt? Oh. Das hatte ich vergessen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. War doof. Okay, hat gut funktioniert. Hier ist noch ein Trüchen, haben wir noch ausgelassen. Dann sind wir aber auch schon durch, komplett. Ist so ein Mini-Trüchen. Wahrscheinlich da vorne bei der Mühle, wo die Frau Zuckungen hat. Jo. So. Hier herinnen. Ja, Träumchen. Und damit haben wir hier alles. Dann wollen wir mal gucken auf der Karte, wie sieht's denn aus? Das war die Abtei der Heiligen Maria, die haben wir. Hier oben ist, oh, Level 20er Level, ach, Granterbirg. Okay, hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir noch nicht geholt haben. 20er Level, easy, aber da sind die Gegner jetzt auch angepasst, finde ich eigentlich gut. Und 160er Level, unentdeckter Ort. Da müsste ich aber nochmal nach Lunden. Wir reisen mal schnell nach Lunden. Dann machen wir noch einen Raubzug und das machen wir nur für Weihnachten. Ist einfach. Ich hoffe, ihr fühlt auch die Weihnacht hier die ganze Zeit. Den weihnachtlichen Grundgedanken. So, warte. Oh, die Katze ist ja an Bord. Das sehe ich ja jetzt erst. Guck mal da unten.
Die Katze aus der einen Quest, die ist jetzt an Bord immer. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh, oh, wie schön. So, okay. Andersrum. Da dam ba da 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 dam ba da dam ba da 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 dam ba. Ram ba 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 bam bam. So, die bringt Glück. Ja, man merkt es auch. Man merkt es einfach. Hier können wir nicht segeln. Achso, ja, Entschuldigung. Y geht nicht. Cool. Moment. Wir müssen aus Lunden raus. Noch eine Katze, die nicht unsere ist. So ist es. Ja, ja, ja. Dieser Wind würde die Segel füllen. Segel! Segel! Alter, wie die herumsliden. Junge, Junge. Aha. Hier kann man bestimmt auch super plündern, oder? Hier sollte ich vorsichtig sein. Alter, wie fahren die denn? Das war gerade die Automatik übrigens. Das war gerade dem Fluss folgen. Weit im Griff. Was? Keine Ahnung, was da los ist. Ah ja. Dann lieber manuell. Mast legen! Brinidir! Brinidir, der Mast! Bring upper the Mast! Sollen wir das Segel setzen, Eivor? Um ehrlich zu sein, Grisel, je mehr du nervst, desto mehr denke ich, wir wären besser dran, dich Abfang zu übergeben. Immer wenn eine Frau es wagt, an dir zu zweifeln, ist deine Lösung, sie im Fluss zu ertränken. Deine Mutter ist mit Onkel Aquell nach Swanwick getobt. Ich habe keinen Onkel Aquell. Forwerp over Mordia! Die Sprecher, du! Was ist hier los? Ich kann mich leider nicht einmischen. Ah, hier. So. Jetzt für ein schönes Gespräch, oder was? Hallo? Du da! Bitte hilf mir, ihn zur Vernunft zu bringen, ja? Ist das deine Tochter? Warum hast du sie gefesselt? Weil sie wegrennt, wenn ich es nicht tue. Diese Fremden mit ihren blöden Fragen. Mein Vater glaubt, Afang der Schreckliche, das teuflische Seeungeheuer, hätte unsere Höfe überflutet. Mein Opfer soll ihn besänftigen. Wir glauben nicht, wir wissen. Godfrey hat Afang mit eigenen Augen gesehen. Also willst du deine Tochter in den See werfen, in der Hoffnung, dass das Untier deine Opfergabe annimmt? Er wird sie ertrinken. Wenn du es so sagst, klingt es natürlich irgendwie dumm. Seht, da ist er! Er kommt aus dem Wasser! Seht ihr nicht seine teuflischen Flossen? Von wem redet er? Ist es vielleicht schlecht, dass unser Boot da geparkt hat, eventuell? Ich bin mir nicht sicher. Von wem redet er denn? Wenn ich du wäre, würde ich fliehen. Dein Vater ist irre. Danke. Aber solange nicht bewiesen ist, dass dieser Dämon nur Treibholz ist, dürfte ich trotzdem ein nasses Grab finden. Seeungeheuer, Dämonen. Hier ist doch irgendwas faul. Das ist also ihr Seemonster. Ich werde etwas suchen, das beweist, dass es nur ein Wrack ist. Ja, was denn? Was wirst du denn suchen? Was genau werden wir denn da suchen?
dürfte sie überzeugen, das Mädchen Afank nicht zu opfern. Ja, warte. Mal schnell plündern, alles klar. Okay, ja, dann das, ja. Bitte schmeißt eure Kinder nicht in den Fluss, nur weil da irgendwas drin liegt. Was komisch aussieht. Bitte macht das nicht. Ist keine gute Erziehungsmethode. So. Morgen. Und? War es nichts als Treibholz? Euer Seemonster war nur ein versunkenes Schiff. Was? Aber das hätte ja jeder Depp, der schwimmen kann, entdecken können. Nichts für ungut. Ich hab ihm gesagt, dass da nichts ist. Aber er wollte nicht hören. Halt's Maul, du Narr. Er meinte, du nervst ihn Tag und Nacht. Beschwerst dich, weil er trinkt und nennst ihn einen Faulpelz. Ach. Vater, du wusstest es, dass da nichts ist? Und das war deine Lösung, um mich loszuwerden? Du bist so schlimm wie deine Mutter. Nichts ist jemals gut genug. Ich kann es nicht mehr hören. Eine aufwendige Täuschung für so ein kleines Problem. Das ist unverzeihlich. Du wolltest mich ermorden. Du verdienst Wiedergutmachung. Fälle dein Urteil und ich vollstrecke es. Danke, Fremde. Geh, Vater. Verlasse mein Heim und mein Leben. Deine Taten haben mich zur Waisen gemacht. Und wisse, wenn du jemals zurückkehren solltest, wirst du für deine Schandtaten büßen. Komm, Griselt, lass mich dein Feld sein. Lebe wohl, Griselt, frei von den Missetaten deines Vaters. Fank der Schreckliche. Ist immer das Gleiche. Wollte die Tochter mit dem Eistee verprügeln. So. Gut. Dann, wir übernehmen wieder die Führung. Das war ja mal schön zwischendurch. Sehr angenehm zwischendurch. Kurz mal eben wieder mal jemanden gerettet. So. Das A in Afang steht bestimmt für Anti. Wollte seine Tochter opfern, weil sie faul ist. Ja gut, das kennt jeder von uns. Dieses Problem. Okay, ja, das ging schneller als ich dachte. Wir müssen links ab. So. Vorsicht, ja. Ist ein bisschen schwerfällig. Wir fahren hier die neue G-Klasse. Die ist sehr robust. So, müsste es hier nicht sein? Warte, ich bin richtig, ne? Yo, ein bisschen noch. Wir machen später weiter. Das waren die Töchter, die. Das waren die vorherigen Töchter, über die wir gerade gefahren sind. Ein Leben gerettet. 100 genommen. Brandschatz, meine Wölfe! Ah, die halten schon ein bisschen mehr aus hier. Könnte interessanter. Was ist denn das? Gut, das war jetzt Gemeinschaftswerk gerade. Und außerdem machen wir mehr Damage im Rücken, glaube ich. So, hier ist nichts drin. Der von Zauberschwert. Oh. Ach, der ist schon tot. Du hast niemand in zwei. Wie der gerade noch gesprungen ist anschließend. Wo sind die ganzen Bogenschützen, die hier geschossen haben? Da oben. Warte mal kurz. Wollte ich gar nicht. Ah, sag mal, hör mal auf damit. Oh, ich hasse Gamepad-Steuerung, ne? Also bei sowas hier.
Hat doch gar nichts gebracht. Das brennt ja nur. Ich dachte, die Dinger gehen alle kaputt dann. Kann ich auch so machen. Das geht viel schneller. Du wirst Wurmfutter. Ciao. So. Na gut. Hier ist noch was drin. Das holen wir uns mal direkt. So, könnt ihr mal aufhören, hier alles anzuzünden, während ich noch nicht gelootet habe? Oh, da kommt man gar nicht rein. Okay, ich gehe rein. Okay, komm, wir machen erstmal das hier. Ist mir gerade zu brandheiß hier alles. Guten Tag. Oh, ich wollte ausweichen, Mann. Jetzt aber. Dann eben so. So. Läuft. Das Dorf ist lit. Hallo? Was machst du? Aufbrechen sollst du, nicht Leute tragen. Hör doch mal auf. Bitte einmal aufbrechen. So. Hey, ich schaff das nicht allein. So. Ist das nicht wieder unser Freund Duck? Ist das nicht Duck? Sag mal, wer schießt denn hier schon? Ich hasse diesen Duck. Ich hasse den so sehr. Duck Heffernan. So ein Arschloch. So, ist hier noch irgendwas? Nichts Spannendes jedenfalls. Okay, was ist denn da hinten los? Habe ich ihn gerade mit meinem Pfeil getroffen? Ich bin unsicher. So. Okay. Haben wir denn sonst noch schöne Sachen hier? Guck mal da. 46 Meter. Alter, wir kriegen viel. Das ist eine ganz schön große Festung, ne? Nice. Dann gehe ich mal kurz nach oben. Ist da auch was drin? Oh, ich wollte gerade. Ja, nice. Unsere Leute, beste Leute. Truhe plündern, den Typen plündern. Plündern, plündern. So. Da ist auch noch was, aber da brennt gerade alles. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. So. Da sind noch Sachen. Ist da oben noch was drin? Sag mal. So. Ich hasse die, ne? Schon wieder so einer. Das sind mehrere sogar. Und jetzt wurde ich gerade getroffen und irgendwas. Toll. Hier, Bruder.
Ja. Ah. Ah. Gott wird uns nicht verlassen. Und noch einer. Stirbst du. Sehe ich noch nicht. Alter, wer schießt denn immer auf mich? Das ist so unfair. Ich mach gar nichts. Ich bin so lieb. So. Wir sind sehr liebe Wikinger. Ist so ein bisschen, als würde man hier mit dem Chat gerade auf Raubzug gehen. Hey, hierher! Ja, guck. Da kommt der Sachsen-Opa und hilft mir gerade an der Tür. Ich hau dich in zwei! Ich streite für Gott! Verdammt dich! Ach, der lebt ja noch. Ich war gerade kurz irritiert wegen der Animation. Das hat mich ganz kurz irritiert. Wer im Chat ist ein Sachsen-Opa? Da hieß gerade jemand Sachsen-Opa. Habe ich einfach vorgelesen. So, sie nutzt die Macht. Ich schaff das nicht allein. Schön. So. Boah, das wird schönes Weihnachten heute. So, Lucy zündet draußen alles an. Passt auch ein bisschen. Das passt auch ein bisschen. Und hackt alles klein. Steht zusammen. Lass keine Räume. So. Ich mag Weihnachten. Was macht denn er da? Ich hab vergessen, wie man Türen benutzt. So, warte kurz. Ich brauche hier mal Hilfe. So. Oh, das ist schon wieder Duck. Ich hasse Duck. Oh, naja, ich nehme das hier mit. Viel ist hier nicht, aber na, mal gucken. Was ist der Flimmering? Da liegt doch noch was. Ich sehe es bis hierher. Ich habe vergessen, dieses Ding da einzusaugen. Ich muss es holen. Warte kurz. Der Storch war sehr empört. Okay. Wie komme ich da rein? Ich bin natürlich zu fett, um durch eins dieser Doppelfenster zu steigen. Ganz klar. Oh, und einer unserer Kollegen. Ja, ich komme. Bin noch schon da. Alles klar. So. Hier nochmal ein bisschen. Smooth Dragon, dankeschön für die Gift Subs. Dankeschön über Smooth Dragon. Vielen Dank. Merci. Das ja lieb. So. Ansonsten. Wir haben noch einmal. Eine Maske haben wir noch. Ich würde auch den hier mal schnell holen dann, ne? Wenn wir schon mal da sind. Help, Mönche hätten eine viel höhere Lebenserwartung, wenn die nicht dauernd dazwischen rennen würden. Ich sag's nur. So. Hier plündert Gronkh Dörfer, ansonsten immer den Chat. Das ist absolut richtig. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch geplündert. Und ausgenutzt. So, aua. Ah, oh, Knöchel. Aber ich gebe alles dafür. So. Idee. Fühle mich nur gepondert. So, das müsste hier drin sein, ne? Warte mal kurz. Nee, da, der müsste da drin sein, ne? Habe ich ja gerade gesagt. Uhrenkopf war der Vatikan. Wir werden immer gezwungen, hier zuzuschauen. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Komm mal kurz so. Her. So. Und wenn ihr nicht wollt, dass die Wikinger bei euch zu Hause vorbeikommen zu Weihnachten, Twitch Prime ist euer Freund. So. Okay, gut. Genug ausgenutzt für heute. Hey, hilf mir jetzt, bitte. Jetzt aber hier. Läuft das Gewinnspiel. Wir sollen abbauen.
Läuft das Gewinnspiel mit den Keys noch? Ja, das läuft quasi in jedem Stream aktuell. Das Key-Gewinnspiel läuft durchgehend. Durchgehend. So. Okay, haben wir denn alles? Die Maske noch, ne? Oh, warte mal, was ist das denn hier? Morgen! Frühstücksbuffet. La 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 la. Okay. Das ist das einzige Ding da oben. Mehr haben wir dann nicht mehr. Dann würde ich aber nochmal das Ding da holen, den Popel und den Wegpunkt vielleicht nochmal holen. Den Synchropunkt. So, wo ist die Maske? So. Ding. Oh. Wo ist denn 43 Meter weiter oben? Aber wahrscheinlich drin, oder? Au. Aua, aua, aua. Hallo? 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 Nach oben, Mann! Nach! Da ist ein Holzball! Manchmal habe ich keine Worte. Da, auf dem Ding drauf. Alles klar. Autsch. So. One-Handed Stunt. Auch dir Dankeschön für die Gifte Subs. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Okay, wir müssen darüber und da müssen wir da abspringen, ne, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht genau, was sie hier bauen wollten, aber die sind echt ganz schön bekloppt. So. Dankeschön. Reicht das schon? Naja, ja. Ich muss aber oben drauf. Was war das denn gerade? Manchmal weiß ich nicht. So. La, 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 la. Manchmal weiß ich ja nicht bei ihr. So. Nein! Oh! Okay, wir müssen also von da rüber schwingen, um dann da abzuspringen, in der Hoffnung, das zu bekommen. In der Hoffnung. Weil sie auf dem Seil, auf dem Seil kann sie nicht rumlaufen, weil das von oben nach unten gespannt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie für mich sühnen. Gibt's denn da nicht einen anderen Weg? Sühnen? Doch, ich glaube, es gibt einen Weg. Ich bin mir nicht sicher. Da diese kleine Kante, oder? Ich glaube, die kleine Kante könnte es sein. Bevor wir uns noch jetzt die Knochen brechen, aua, könnte die Kante interessante sein. Warte, warte, warte. Oh, Nerdy Anyone. Auch dir Dankeschön, Nerdy Anyone. Anemone. Nerdy Anemone. Vielen, vielen Dank für die gute Subs. So, warte. Ich geh mal. Jetzt geh doch einfach auf diesen Buppel! Ach. So. Okay, hier, diese Kante könnte interessant sein. Kommen wir da hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Es wäre so schön, aber leider. Mal hoch. So, warte.
Also heute ist sie aber ein bisschen bockig, muss ich sagen. Die ist ein bisschen bockig. Du musst mal das Seil rutschen. Ich hab doch gerade gesagt, dass ich nicht darüber rutschen will. Ich will erstmal was anderes probieren. Bevor ich mir die Knochen breche. Das habe ich doch gerade eben in dieser... Das habe ich doch gerade eben noch. Also vor einer Minute, glaube ich. Und aus dem... Nein, was machst du denn? Du dumme Troller! Die geht auf kein Ding drauf. Auf kein einziges Ding drauf. Aber da, den Sprung, den macht die sofort. Statt da oben hochzuklettern. Oh, ich hasse manchmal die Assassin's Creed-Steuerung. Seit Origins. Das ist das erste, was ich gespielt habe. Oh... Und jeder, der die neuen Teile spielt, kennt das. So, same. Ja, ist so. Es ist so. Das war schon immer so. Das, oh. Bei den alten Teilen weiß ich es nicht, aber Junge. Ich schwitze ja Blut und Wasser gerade. Okay, ich bin ganz ehrlich. Ich will nicht aus dem Flug abspringen. Ich speichere jetzt mal lieber. Ist mir ein bisschen sicherer gerade. So. Eieieiei. Ach, jetzt geht's. Nein, jetzt geht's doch nicht. Huaha. War knapp. Hauptsache, wir haben es. Der Rest ist mir egal. So, da klappt auch mit dem Nachbarn. Jetzt haben wir das. Na, endlich. So. Oh, Blut und Wasser, Leute. Blut und Wasser. Okay, ich hole mal das da und dann holen wir noch den Wegepunkt. Fröhliche Weihnachten! So. Okay, die Bauten hier sind aber auch echt cool. Ich wünsche, es wäre gerade Tag. Warte mal. Grundbeschwerden über die Steuerung in der C und links von mir höre ich meinen Freund sich über die Steuerung in der C aufregen. Ja, es bleibt nicht aus, glaube ich. Aber es passiert nicht oft. Es gibt nur manchmal diese Frustmomente. So, schnell wieder vorüber. Boah, sieht echt nice aus. In 100 Jahren wird da mal Bruce Wayne drin wohnen. So. Da. Der Wasserturm. Oh, warte mal. Ist das hier? Okay. Okay, 37 Meter in die Richtung. Ich guck mal kurz. Das war schön. Das hier dürfte sehr viel weiter unten sein. 28 Meter unter uns, ja, habe ich mir gedacht. Wir müssen ins Wasser. Wir müssten mal ins Wasser. Und jetzt wahrscheinlich auf eine Steinkante. Oder aufs Fass. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich schwimme einfach mal irgendwo hin, wo es hier lang geht gerade. Wieso ist hier so viel Müll drin? Oh, ein Opal. Okay. Ich sehe übrigens nichts. Kann ich vielleicht eventuell... So, warte mal, so. Muss ich irgendwas rübertragen eventuell? Nein! Aber egal. So, welch köstliches Mal. Ich fühle mich schon stärker. Da drüben auch nochmal. Da ist Eisen. Aber wo ist denn...
Ach so, ach, hab ich gar nicht gesehen. Okay, gut, warte. Warte mal. Das ist sehr realistisch, das kennen wir alle. So, okay, let's go. Und dann würde ich sagen, wir machen mal wieder unseren kleinen A-File. Oh ja. Das A steht für arschgeil. So, was ist denn hier los? Wir kriegen Sushi und einen schönen Brief. Lass mal gucken. Nach getrockneten Tränen riechender Brief. Wie riechen denn getrocknete Tränen? Lieber Bischof von Canterbury, oder wie immer man das ausspricht. Ich schicke dir diesen Brief, da du Gott näher stehen musst als König Alfred, der mir seine Hunde auf den Hals gehetzt hat. Man beschuldigt mich des Diebstahls und des Frevels an meiner sächsischen Heimat, die ich so sehr liebe. Wenn man anders ist, verschwört sich die ganze Welt gegen einen. Bitte, bete für mich. Doch hat mich Gott nach seinem Bilde erschaffen. Zerklüfteten Formen wohnt eine Schönheit inne, die wir Sterblichen gerade erst zu begreifen begonnen haben. Sie sind wie geborstene Lieder, die für Engelszungen bestimmt sind. Ich war hungrig und tat, was ich musste, um an der Pracht der Schaf auf dieser Welt teilzuhaben. Nun finde ich mich in einem gemauerten Festungskäfig und warte, dass er mich im Himmel willkommen heißt. Amen für diese grausame Welt. Der leicht erkennbare Beobö. Also seine Sünde war es, hässlich zu sein. Ja, die Welt hat sich nicht so sehr geändert jetzt. So, okay. Okay, Lynn, hab's gelesen. Wird passieren. So. Okay. Gut. Schade. Ich wollte eigentlich darauf landen, aber dann nicht. So, kann ich hier auch wieder raus? Tor. Top. Was für ein Wohlgenuss. Okay, ich gleich wieder raus. So. Los geht's. Als würde man gerade ins Licht rennen. Aber irgendwie schön. Okay, gut. Und normalerweise hätten wir den Explosionspfeil nicht, hätten wir hier die so ein Ding darüber schleppen müssen. Okay. Da. Doch, Salz riecht man, sonst würde man nicht riechen, wenn man ans Meer kommt. Das Meer riecht aber nicht nur nach Salz, das ist ja klar, ne? Im Meer ist noch viel mehr drin als Salz. Ich meine, viel, viel mehr. Es ist nicht so, dass du eine Tauchdokumentation guckst und die Taucher finden am Meeresgrund Salz. So. Das Meer riecht nach Algen. Algen. So, warte mal, kann ich hier rein? Was ist das? Okay, das ist eine Finte. Wir können nicht rein. So, warte. Gronkh, wieso siehst du aus wie dieser Erik Range? Der kopiert dich, denke ich. Ich bin die Kopie. Gronkh ist die Kopie von Erik Range. Ich bin der Klon. Der nicht so gut gelungene. Erik Range ist viel besser als ich in allem. Der kann auch super spielen. Und alles. Aber... naja, ich bin der Klon. Deswegen seht ihr mich immer nur hier im Keller. Erik Range geht auf die Gamescom, weißt du, macht den Freundlichen. Und ich muss hier die ganze Zeit aufnehmen im Keller und streamen. Hilfe.
Oh, schön. Dieser Erik Ranger. Die Welt aber auch ganz schön. Ja, die Welt ist auch ganz schön. Okay. Oh, toll. Da kann man reinspringen. Hier ist nichts drin? Okay, hier ist nichts drin. Gut, den Wegpunkt haben wir. Dann würde ich eigentlich gerne wieder, wir könnten hier eine Menge machen, aber ich glaube, wir kommen hier eh noch hin nach Südsachsen. Ich wollte gerade sagen, ja, obwohl die Map haben wir bald langsam, also wir kommen voran auf jeden Fall mit der... Ich gehe Weihnachten feiern. Was denn hier? Ach, das sind jetzt alles Quests, bewegliche Ziele, Julschlägerei, okay. Ehrlich gesagt, kann man sich angucken, aber... Muss ich nicht unbedingt da, nee. Ach, schön. Da ist noch ein bisschen grün, aber ich mag den Schnee hier. Ich wünschte, man könnte Bob fahren. So, aber erstmal gucken. Ja, was zu bimsen auf der Weihnachtsfeier wäre auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, sie ist schon wieder ein bisschen, also... Sie hat ja jetzt die ganze Zeit gequestet und da kann man auch mal langsam wieder ein bisschen in Entspannung gebrauchen. Na, Questanzeigen. Ich schau mal eben. Sühnen, leite mich. Ja, leite mal. Was sollten wir bauen? Das Viehhaus, ne, oder? Den Viehhof sollten wir bauen, ne? Das war das doch. Fürs Julfest. War das das Vieh? War Vieh? War. Entschuldigung. Prima. Ich danke dir, 5 of 12, dass du das gemerkt hast. Und Skypane, dankeschön. Wenigstens 2. Vielleicht soll ich mal gucken, wo ich hinlaufe. Da, 40 Meter. Da ist er. Und Brauerei. Alles klar. Und die Brauerei. Viehhof und Brauerei. Ich guck mal, hoffentlich reicht's. Wir hatten 2 Kloster. Müsste locker reichen eigentlich. Wir haben 225. Nice. Wir bauen den sofort. Plus 3 Fernkampfschaden. Let's go. Dann haben wir den auch endlich mal. Und die Brauerei. Und die. Achso. Und die Brauerei. Erstmal Markierung entfernen. Das müsste sein, ne? Brauerei. So. Let's go. Die Fete machen wir danach. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. So. Hey, Eivor. Schnauze! Es ist Weihnachten, da dulde ich keine Kinder. Oh, guck mal, da drüben. Schön. Das Osterfeuer. Haben die Christen das auch, entliehen? Nur mal, also wirklich ernsthafte Frage, weil ich es nicht weiß. Ist das hier die Brauerei? Brauerei, 25 Gesundheit, so sieht's doch aus. Alles klar, Osterfeuer ist auch von den Heiden. Alles klar, okay. Das wusste ich gerade wirklich nicht. Interessant. Ah. Und Weihnachten von Coca-Cola geklaut. So, da gibt's doch die Urban Myth, dass Cola, das von Cola das Rot-Weiße stammt. Ich will auch tanzen. Kann man tanzen? Nee, ne? Entschuldigung. Ach, Saufwettbewerb. Hier ist Boxen, okay. Sowas habe ich auch schon mal gehört. Aber ich sage ja immer, es gibt nichts, was ein gutes Blutopfer und ein paar Gebete nicht heilen können.
Ein gutes Blutopfer. So. Eivor, ich habe genau das Richtige für dich. Wir gucken mal. Norwid sagte, du hättest etwas vorbereitet. Ein Faustkampfwettbewerb? Den größten Faustkampfwettbewerb, den diese Lande je sahen. Mhm. Gibt es Regeln? Ja, die Regeln sind einfach. Kämpfe, trinke, kämpfe. Oh, der Pulli ist warm. Je mehr Teilnehmer, desto größer der Preis. Wenn du willige Recken findest, bring sie her, damit sie sich anmelden. Gut. Bist du bereit, Eivor Rabenschwinge? Überhaupt nicht. Du kennst die Antwort. Blocken, muss ich mal gucken. Was willst du denn? Justus Jonas. Alter, aber ich hab ihn erwischt. War's das? Ich glaube, das war's. Okay. Okay. 10 Runden? Nee, mache ich nicht. Also bei aller Liebe. Ich will im Spiel weiterkommen. Ich finde das gut mit der Weihnachtsstory hier, aber 10 Runden? Wirklich saufen. Hä? Justus Jonas? Du hast ihn nur umgezogen. Das ist ein neues Cosplay. Das ist der gleiche Typ. Ich konnte nicht ausweichen. Cool. Wir haben ihn aber erwischt. Nicht er uns. Über 30... Ohne zu verlieren, über 30 Minuten. Okay. Okay. Also macht Spaß, aber ich... Heute lief es nicht so gut für dich. Aber du verdienst trotzdem ein paar Marken. Lief nicht so gut? Wie lief nicht so gut? Was heißt denn lief nicht so gut? 10 Julmarken, nice. Seitdem ich die 10 Runden hinter mich gebracht habe, bin ich immer betrunken beim Spielstandladen bis zum ersten Gespräch. Was? So. Okay, ich merke schon. Ganz ehrlich, ich hätte ein bisschen gepichelt, ist schon so besoffen. Ich habe keinen Respekt mehr. Oh, ist ein Bug. Okay, alles klar. Das heißt, ich bleibe jetzt die ganze Zeit besoffen. Ich meine, gibt Schlimmeres. Oh, ich muss, warte kurz, ich muss kotzen. Oh. Okay. Entschuldigung. Bis zum ersten. Grüß dich, Eivor. Oh. Okay, mit dem Angler. Okay. Hey. Hab ich was mitgebracht? Vielleicht solltest du dir das mal anschauen. Was denn? Ich angel nicht. Danke für den Fisch. Gerne. Mach's gut und danke für den Fisch. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Leb wohl. Und besoffen ist weg. Nice. Der Fischgeruch hat's wieder gerichtet. Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben die Brauerei. Eivor, hast du Werch gesehen? Wer hat das gefragt? Petra, was ist los? Nun ja, mein Bruder. Werch sollte schon vor Stunden zurück sein, aber ich finde ihn einfach nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Ich würde die Wälder nach ihm absuchen, doch allein wäre es aussichtslos. Hilfst du mir? Zu zweit können wir ein größeres Gebiet abdecken. Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Nahe Medes Harmstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Finde heraus, wo Welch steckt. Rackel Welch. Okay, ja, ist egal. Wir machen die Party hinterher. Welch muss ja mitfeiern. Okay, warte kurz.
700 Meter. Ach, weißt du was? Komm. Die gönnen wir uns doch mal gerade, 700 Meter. Ich wollte gerade auf dem Radar gucken, welchen Weg ich reiten muss. So, warte. Let's go. Da, 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 da. Er legt Rast ein auf halbem Wege. Ach so, ich muss auf sie warten jetzt. Wir könnten seine Spur verfolgen. Mit etwas Glück hat er keine Dummheiten angestellt. Ach, macht er so etwas öfter? Eigentlich nie. Ach so. Deshalb mache ich mir solche Sorgen. Ich habe dir doch erzählt, wie wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Das hast du. Ein weißer Hirsch führte dich zu einem Findelkind im Wald. Eine Schicksalsbegegnung. Schicksal, genau. Als ob ihn ein Beschützer an den Nächsten übergeben hätte. In etwa wie ein Kind im Schilf. Schicksalsbegegnung, Kind im Schilf? Okay, ich bleibe auf dem Weg, ja? Ich weiß nicht genau, so mal gucken. Ist das überhaupt der richtige Weg? Weißt du was? Gut, das... So. Schön und ruhig. So, da geht's lang. Ich bin nur vorsichtig, weil sie meinte, der macht gern Rast auf halbem Wege, aber wahrscheinlich ist das schon der erste Wegpunkt hier, ne? Dort drüben. Er könnte in der Nähe Rast gemacht haben. Ja. Dann hat er Spuren hinterlassen. Oh nein. Eivor, hier drüben. Ich fahr mal kurz auf den öffentlichen Parkplatz. Warte kurz. Hier. Aha. Eine Zange. Werkzeuge? Falls sie Welch gehören. Wieso sollte er sie hier aus seiner Tasche holen? Hier geht es unter die Erde. Wer weiß wohin? Lassen wir uns nicht beirren. Warte mal, das Wichtigste zuerst. Er hat was zu essen gemacht. Oh, gut. Oh, unser wertvoller Familienopal. Soll er auch nicht wegkommen. Unter die Erde. Vorsicht, Peter. Sieh dir seine Augen an. Mit dem stimmt etwas nicht. Ja, er ist tot und brennt. Was für ein reizender Geruch. Irgendwie berauschend. Ich erkenne ihn nicht. Ich kenne diesen säuerlichen Geruch, kann ihn aber nicht zuordnen. Es ist nicht der Duft des Todes, sondern irgendwie angenehm. Oh, oh. Angenehm ist nicht gut, ne? Das ist die Kleidung von Werch. Die Hose ist nass. Hat sich wohl eingepisst. Was? Hat sich, bitte... Ist das der angenehme Geruch, von dem er geredet hat? Maske gibt's auch noch. Mann, untersucht doch mal den Scheiß. Da ist ein Auge. Jetzt. Werch war hier und hat sich offenbar eine Mahlzeit zubereitet. Okay. Ansonsten. Krasse Schlangen. Im Spiel. So, plündern gerne. Sonst ist ja auch nichts mehr, ne? Decke auf, was... Boah. Erstmal wieder frische Luft. Doch noch weiter da unten? Hier ist die eingepisste Kleidung. Da ist irgendein alter Ziegenkopf. Hier ist das Gefräse. Ach, hier. Oh, Jemand wurde verwundet. Vermutlich ein Messerangriff. Dann Eivor! Eivor, komm hier entlang! Was hast du entdeckt? Ich hab ihn gesehen, Eivor.
ganz in der Nähe. Wen, Val? Den weißen Hirsch. Den weißen Hirsch, der mich vor Jahren zu Val führte. Er war dort, ich habe ihn gesehen. Bist du dir sicher? So sicher, wie du hier vor mir stehst. Er ist zurück. Vals Beschützer ist zurück und führt uns zu meinem Bruder. Was? Was? Petra, wo bist du? Was ist denn hier nur los? Eivor, ich bin hier! Wie, wo, hier? Corona-Party. Petra? Hallo? Mimir, führe mich. Habe ich sie auch verloren? Ja, das war eine Corona-Party. Man sieht es. Das ist 3 Tage später. Petra! Zeig dich mir! Es wird dunkel! Petra finden? Der Hirsch. Er wird wissen, wo sie steckt. Herr Hirsch! Herr Hirsch! Können Sie mir Auskünfte erteilen? Es tut mir leid, dich zu stören, Herr. Eva, schön, dich zu sehen. Bist du der weiße Hirsch, von dem Petra erzählt hat? Ha, natürlich bin ich das. Sieh mich an. Vielleicht kannst du mir helfen. Petra ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, bevor die Sonne untergeht. Oh nein, Petra ist nicht verschwunden. Sie ist nah, sogar sehr nah. Und sie wartet auf dich. Folge mir. Du bist der Hüter dieses Ortes. Wie lebt es sich hier? Hier draußen, in den Hügeln und Tälern von Mercia. Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle umher. Mir fehlt es an nichts und ich genieße jeden Moment. Ein gutes Leben. Und was haben Petra und du hier draußen in den Tiefen des Waldes verloren? Seid ihr auf der Jagd? Könnte man sagen. Wir suchen nach ihrem Bruder, Will. Sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. Du, meine Güte, ja. Wo könnte Welch nur sein? Oh, wo nur? Ja, wo? Ha! Ist Petra nah? Haben wir sie verloren? Vor einem Moment war sie noch hier. Was geht hier vor? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht jetzt. Hier in Midgard? Kehre zurück nach Jötunheim! Geh jetzt! Oder finde hier den Tod! Was hast du Petra angetan? Was hast du Petra angetan? Sag es mir! Eivor, halt ein! Ich bin hier! Ich bringe sie zum Reden, Petra. Ich muss die Wahrheit erfahren. Ich muss wissen, wo du bist. Eivor, ich bin doch hier! Du musst nicht mit den Kadavern sprechen. Kadavern? Jetzt komm! Ich glaube, ich weiß, wo wir Berg finden werden. Dort oben! Seine Spuren führen dort entlang. Petra, ich traf deinen alten Freund, den weißen Hirsch. Doch er verschwand vor meinen Augen, noch bevor ich dich fand. Du bist besucht worden. Für kurze Zeit. Wir sprachen, bis er sich in Luft auflöste. Eine Schande. Ich habe seine Anwesenheit genossen. Ah, oh, sieh dort! Welch seltsamer Seder, Petra. Wo bist du? Das ganze Pilze fressen auf Dauer tut aber nicht gut. Eivor, komm! Ich bin hier oben! Petra? Wie machst du das nur? Das ist ganz einfach. Ich denke daran und dann passiert es einfach. Versuch es selbst. Schon wieder? Wie geht das? Das ist eine absolut vertrauenswürdige Quest. Sag mal.
Wie soll das gehen, Petra? Versuch es einfach. Lauf auf einer geraden Linie. Versuch es. Nein. Zu weit. Zu weit. Unglaublich. Du hast es geschafft. Genau wie dein Zünen. Und du hast keinen Kratzer. Lass uns gehen. Werch sollte dort drüben sein. Bist du sicher, dass Werch hier ist? Ich sehe niemanden. Ich denke schon. Wir sollten die Kaninchen fragen. Die wissen bestimmt etwas. Ja, natürlich. Das ist eine die gute... Kaninchen. Ja, Kaninchen fragen. Kaninchen sind generell sehr bekannt dafür, schlau zu sein. Diese hier listigen waren wir Kreaturen. Schon einmal. Hier griffen uns die Wölfe an. Genau. Hoffentlich sind ihre Geister nicht rastlos und erwachen, um uns zu zerfleischen. Oh nein. Die Wolfgeister sind erwacht. Oh, wie doof. Guten Tag, Herr Archer. Ich will nicht lange stören, aber hast du meinen Bruder Berg gesehen? Verflucht! Der spricht kein Kaninisch. Petra! Rasch! Oh, Entschuldigung. Vielen Dank für deine Hilfe. Eivor, sieh nur! Ja! Der Hirsch ist zurückgekehrt. Moment. Da, siehst du ihn? Der weiße Hirsch. Er führt uns zu Werch. Der heiße Hirsch? Genau wie damals. Der heiße Hirsch? Ich sehe ihn. Und ob? Komm jetzt, Eivor, dem Hirsch hinterher. Kann es sein, dass Eivor langsam ein bisschen auf der Kippe steht? Na, dann mal dem Hirsch hinterher. Oh, schön hier mit der. Guck mal da unten mit Nein, dem Schneegebiet. Bitte nicht! Verschwinde nicht! Noch nicht! Erst müssen wir Werch finden! Nein! Geh nicht! Warte, wir sind zu Hause. Ach, deswegen. Wir sind im Kreis gelaufen und haben nichts erreicht. Also, wonach suchen wir? Werch? Du stinkendes Wiesel! Wir haben nach dir gesucht! Und hier bin ich, ausgeruht und bereit zur Arbeit. Du warst tagelang weg! Ich habe mir zu viel aufgeladen und kam nur langsam voran. Also habe ich eine Rast angelegt und mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Ah. Doch es waren wohl ein paar seltsame Pilze dabei. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen und bin nackt und geschunden im Wald aufgewacht. Also schlich ich mich in die Siedlung, nackt wie Gott mich schuf, und besorgte mir etwas Kleidung. Und jetzt hole ich mein Werkzeug. Pilze. Dann war der Hirsch auch nur ein Traum. Möglich. Doch spotte nicht über deine Träume. Sie sind oft kostbarer als deine Wachenstunden. Vielleicht vernebeln mir diese Pilze noch den Kopf, aber das ist echt schön. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir wiederholen. Aber vielleicht ohne die Pilze. Gern. Aber wir sollten die Kaninchen um Erlaubnis fragen. Es gibt nichts über lange Sprechpausen zwischendurch. Schade, der Hirsch ist nicht mehr da. Ich wollte gerade... So, das war eine sehr schöne Quest. Diese Pilze. Wer hat's gesagt mit den Pilzen? Wer hat's gesagt? Hm? So. Hat sich Welch also in die Hose gepisst? Und ist geschunden im Wald aufgewacht? Er hat doch wir haben doch Blut gefunden. Wir haben doch da Blut gefunden. Gut, das war, das war das. Dann gehe ich mal wieder nach Hause. So.